Never change a winning team. Das ist die Erblast des VW Golf. Und wer A sagt, der muss auch B sagen, die C-Säule in Ruhe lassen und etwas E ins Auto bringen. Und so ist es geschehen. Leichte Ähnlichkeiten mit dem Polo-Design und etwas flacher und sportlicher ausgelegt. Da reichen auch mal ein paar bunte Plastikblenden an gut sichtbaren Ecken. Auch die Abmaße sind nahezu identisch geblieben und den Verkaufszahlen angemessen gibt es 8 Motorisierungen, darunter auch ein Turbodiesel. Erstmals ins Programm kommen auch 2 Plug-in-Hybride mit 204 und 245 PS. Der Basisbenziner mit 90 PS wird wohl unter 20.000 Euro angeboten. Ja, das VW-Emblem ist ja nun deutlich dünnstrichiger gezeichnet, von Kollegen als moderner bezeichnet und von uns als fragil wahrgenommen. Die Abrundung des Golf-Schriftzuges darunter fällt also kaum noch auf. Die radikalste Veränderung ist wohl das umfassend digitalisierte Cockpit und das ist Serie. Erstaunlich, der Golf ist schon auf Car2X vorbereitet, kann also auf kurze Entfernung Infos austauschen mit anderen Autos oder der Verkehrsinfrastruktur. Tja, muss man noch mehr sagen zu einem neuen Golf? Nö. So beginnen die meisten Berichte über den neuen Corolla. Als erstes verbeugen sie sich mal vor ihrer Majestät und erweisen dem meistverkauften Auto der Welt die Ehre. Denn dieser Ruhm wird gemeinhin dem Toyota Corolla zuteil. Genau genommen müsste es aber heißen, dass weltweit am meisten Autos unter diesem Familiennamen abgesetzt wurden. Denn seit 1966 wurden Unmengen an Modellen, Varianten und komplette Generationssprünge so bezeichnet oder vormals eigenständige Modelle in die Baureihe integriert. In Deutschland läuft der Kompakte seit 2006 unter Auris und nun wieder als Corolla. Diese rund 47 Millionen Toyota liegen also nur bedingt vor den 35 Millionen verkauften VW Golf. So, damit und daran können Sie sich also wieder aufrichten. Was den Toyota Corolla zu einem Bestseller gemacht hat, ist der Nimbus der Zuverlässigkeit zu einem moderaten Preis. Der Einstiegsbenziner mit 118 PS kostet rund 21.000 Euro. Heute geht es aber um die neuen Hybridversionen. Den 1,8 Liter mit 122 PS haben wir stehen lassen, weil uns der 2 Liter mit 180 PS weniger bieder erschien. Da stehen zwar 29.300 als Grundpreis, aber als Ausstattung Club mit einigen Extras steigt das auch nur auf 31.500 Euro. Das Schöne daran ist im Preis schon drin, das Umweltfeigenblatt. Mischmaschinen, also Verbrenner und E-Motor im Hybridbetrieb, gelten ja als Alternative zum Diesel, der für den Corolla eben nicht mehr angeboten wird. So ist dann auch im Datenblatt ein kombinierter Verbrauch von 3,7 Liter zu lesen. Kann man im Messzyklus erreichen, weil dort die vollgeladene Batterie am Start nun mal nicht mit eingerechnet wird. Bei uns hat sich der Bordcomputer nach dem Warmlaufen auf 6 bis 7 Liter eingependelt, weil wir ja auch die Grenzen ausloten müssen. Und das hat sogar Spaß gemacht, was wir bei einem Corolla nicht erwartet hätten. Das Fahrzeug teilt seine Plattform mit dem Prius und dem CHR. Das heißt, ökologisch Sinnvolles, gemixt mit sportlichen Zusatzstoffen. Ein Alltagshybrid mit niedriger Sitzposition, tiefem Schwerpunkt, sehr agiler Mehrlenker-Hinterachse und Schaltwippen. Wow! Die Dinger sind natürlich eher ein elektronischer als Ob-Gimmick, denn das automatische Planetengetriebe ist ja stufenlos. In 7,9 Sekunden schieben die 190 Newtonmeter den Kompakten auf 100, wobei 180 km/h die abgeregelte Spitze ist, wohl eher aus Imagegründen. Im Innenraum ist etwas mehr Platz durch seine Länge von nun 4,65 m. Hinter dem Steuer hilft beim Fahren die heute übliche Menge an Assistenzsystemen. Die vielen Sicherheitsfeatures kommen in den höheren Varianten ab Werk, sind jedoch optional für alle Versionen bestellbar.
Darunter ein recht angenehm arbeitender Spurhalteassistent, automatisches Fernlicht, adaptiver Tempomat sowie ein Pre-Crash-System. Ob der Bildschirm des Infotainment so platziert gut aussieht, das sei mal dahingestellt, denn genauso wirkt er eben mal dahingestellt. Im Alltagsbetrieb spielt der Hybrid seine Stärken vor allem in der Stadt aus. Denn der E-Motor unterstützt in den Situationen, wo der Verbrenner richtig säuft, also beim ständigen Anfahren und Überholen. Bei Überlandfahrten ist der Einspareffekt eher gering. Dennoch sind größere Reisen mit dem Corolla durchaus angenehm. Da macht sich der 2-Liter-Verbrenner vor allem durch eines angenehm bemerkbar, dass man ihn bis zu einem gewissen Bereich eben nicht bemerkt. Wer mit Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn dahin gleitet, freut sich über guten Geradeauslauf, angenehm leise Fahrgeräusche und eine recht große Reichweite. Dieses fast typische Toyota-Design fällt irgendwann auch nicht mehr auf. Dafür gibt es eben zu viele davon. Allerdings würden wir von der Zweifarblackierung abraten, denn damit sieht er aus wie ein zu flach geratenes allerwelts Pseudo-SUV, bei denen das inzwischen eine Pflichtoptik zu sein scheint. Was ist eigentlich smart? Nein, das meint überhaupt nicht intelligent, sondern eher schlau oder pfiffig. Und genau das ist der neue pfiffige Flitzer, denn er setzt den Verbrenner vor die Tür und den Elektro-Hype in Szene. Dabei eröffnet der reine E-Antrieb neue Möglichkeiten beim Design. Design ist zwar materialisierte Oberflächlichkeit, aber die Visionen während der Schlacht zwischen gesetzlichen Bestimmungen und Kreativität detailliert zu erklären, das ist Chefsache. Ja, es ist ja kein All-New-Fahrzeug, sondern ein Update des bestehenden Fahrzeugs, aber ein großer Update. Sehr großen Wert haben wir auf die Front gelegt, die Fronterscheinung. Man sieht, die Front ist komplett neu. Sie ist aufgeräumter, sie ist klarer geworden. Man sieht, der Grill ist nach unten gewandert, ist dabei in Wagenfarbe und blendet so sehr, sehr clean und sauber in die ganze Frontgestaltung. Und kleines Detail am Rande, auch die Wortmarke Smart steht jetzt ganz clean auf der Motorhaube. Sind 82 PS, 160 Newtonmeter und 130 Spitze die Alternative? Trotz allen Ladesäule-Gejammers hat der E-Antrieb klare Vorteile. 4,9 Sekunden von 0 auf 60 krönen ihn zwar zum Ampelprimus, aber dennoch macht er nicht viel Lärm darum. Was man von ihm hört, ist eher ein sonores Brummen und selbst das wird noch künstlich erzeugt. Verrückt, aber die gesetzliche Lärmschutzverordnung meint hier, dass Fußgänger geschützt werden durch die Erzeugung von Lärm bzw. Geräuschen, damit das Fahrzeug bei Annäherung zu hören ist. Auch der Smart-Fahrer kann das akustische Erlebnis steigern, wenn er keinen Schutz von oben braucht. In der Cabrio-Version lässt sich das Stoffdach bei allen Tempi elektrisch nach hinten fahren und um die Ecke bringen. Ist weit und breit am Himmel keine Wolke zu sehen, können zusätzlich die oberen Fensterräume abgenommen werden, was schon den kleinen, aber feinen Unterschied in der Cabrio-Wahrnehmung ausmacht. Selbstverständlich haben die Holme eine maßgeschneiderte Aufbewahrungsmulde im Kofferraumdeckel. Wer den Abbau etwas geübt hat, schafft die komplette Cabrioisierung in unter 2 Minuten. Nach wie vor unschlagbar ist der Wendekreis, die 180 Kehre fast auf der Stelle und ohne Hinterachslenkung. Das können nur Kettenfahrzeuge unterbieten. Da mussten wir schon aufpassen, dass wir das wendige Wägelchen nicht um den Pfosten wickeln und uns so zu Pionieren der spontanen Kaltmetallverformung machen. Nun kommen wir zu den Problemen derer, die sich eher einen Smart-Kombi wünschten. Aber ein Kasten Bier oder größere Taschen lassen sich auch hier einfach einladen. Man muss nur wissen, wie. Da unten gibt es 2 Griffe. Da kann man dann hier wunderschön aufmachen und hat dann eine wirklich fußballtorgroße Ladelücke und kann im Prinzip sogar von weitem einfach die Sachen reinwerfen. Wie beim Kofferraum gilt auch für den Menschenraum mehr Sein als Schein. Alle vorgeschobenen Klaustrophobien verschwinden ad hoc, wenn man sich einmal hineinsetzt. Die völlig neu gestaltete Mittelkonsole sorgt für eine klare Linie.
Und wie weit reicht es mit dem Akku? Offiziell 159 Kilometer. Beim Smart wird die Elektrospirale besonders deutlich. Mehr Reichweite bedeutet größere Batterie. Die bedeutet aber größeres Gewicht und damit wieder Reichweitenverlust. Für den überwiegenden Stadteinsatz muss hier deshalb ein 17,6 Kilowattstunden Akku reichen. Mit dem optionalen 22 Kilowatt Bordlader und Schnellladefunktion sind auch die neuen Modelle in knapp 40 Minuten wieder von 10% auf 80% hochgefahren. An der normalen Haushaltssteckdose dauert das mindestens 6 Stunden. Das Express Extra kostet übrigens 800 Euro. Naja, mit schnellem Laden nochmal einen schnellen Euro zu machen, das finden wir jetzt nicht so up-to-date. Das Software-Update ist allerdings sehr weit gedacht. Auf dem 8 Zoll großen Touchscreen kommt alles an, was wir schon Information Overkill nennen würden. Da kann man den Smart zum privaten Mietwagen upgraden. Dabei wird eine Art Carsharing-App installiert und darin festgelegt, wer den Wagen per Smartphone benutzen darf. Und vor allem, wer ihn nur gegen Entgelt benutzen darf und wer zu welchem Preis. Das macht Freunde. Oder auch nicht. Trotz all dieser Innovationen sind die Tage des Smart gezählt, zumindest für Europa. Ab 2022 wird der Kleine ausschließlich in China zusammengebaut. Doch die Konzernmutter Mercedes wird sich nicht vollständig aus der Verantwortung stehlen. Es ist ja ein 50-50 Joint Venture zwischen Mercedes-Benz und Geely. Und wir bringen von unserer Seite eben die Marke Smart ein und das Design. Und das heißt, es wird nach wie vor dieses europäische Smart Design natürlich sein, das wofür die Marke steht. Wir werden das toll weiterentwickeln. Wir sind da gerade dran, geht sehr schnell. Also das werden ganz tolle Autos werden. Könnte spannend werden, wenn der Smart noch einmal neu gedacht wird.